Hallihallo und willkommen zu diesem neuen Video. Wie bereits erwähnt, bei meinem 20.000 Abonnenten Spezial habe ich euch erzählt, dass wir eine Wanduhr bauen möchten. Und diese Wanduhr besteht aus diesen Aluminiumstreifen. Diesen habe ich mir im Internet bestellt, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt natürlich auch ein Kupferblech nehmen, ein verzinktes Blech, ein schwarzes Blech oder das letztendlich farblich gestalten, wie ihr möchtet. Dazu brauchen wir noch hier ein Stück Treibholz. Naja, Treibholz ist es jetzt nicht. Das ist ein Stück Holz von einer Baustelle. Da lag so ein großer Bretterhaufen rum und da habe ich mir einfach so ein Stück Holz mitgenommen. Ich dachte mir, daraus können wir noch was machen. Zunächst einmal entfernen wir alle losen Teile und die Schrauben. Dazu ist eventuell diese Zange jetzt nicht so geeignet. Man sollte eine Kneifzange dafür verwenden oder einen passenden Schraubendreher. Ihr könnt aber auch ein Brett von einer Europalette nehmen oder einfach ein Fichtenregalbrett. Das eignet sich genauso gut. Zunächst einmal bestimmen wir unser Wanduhrdurchmesser. Hierfür vermessen wir erstmal das Stück Holz. Danach nehmen wir unser Aluminiumblechstreifen und legen uns den so zurecht, wie die Uhr letztendlich sein soll. Da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Ihr könnt den Ring 1 Meter vom Durchmesser machen oder 50 cm oder halt ganz klein, 20, 30 cm. Danach zeichne ich mir das Ganze an und schneide das Ganze mit einer Flex zu. Ihr könnt natürlich auch eine Blechschere verwenden oder eine Kneifzange, das geht notfalls auch. Aber mit einer Flex bekommt ihr einen schönen sauberen Schnitt. Um das Ganze zu verbinden, verwende ich jetzt hier eine Nietzange, auch genannt Popnietenzange. Hiermit kann man Bleche miteinander verbinden. Ich verlinke euch hier oben links ein Video dazu. Da seht ihr die Anleitung, wie ihr eine Popnietenzange verwendet. Das ganze Prinzip ist sehr einfach, wie ihr gerade sehen könnt. Eine passende Popnietenzange verlinke ich euch auch unter diesem Video. Sowas dürfte eigentlich zu Hause nicht fehlen, wer gerne bastelt. Und so sieht die fertige Verbindung jetzt aus. Wer mag, kann natürlich das Ganze auch kleben. Oder wer es kann oder die Möglichkeiten dazu hat, kann das Ganze auch schweißen lassen. Nun haben wir unseren fertigen Durchmesser. Das Ganze können wir nur aufs Brett legen, nur anzeichnen und mit einer Stichsäge aussägen. Ihr solltet darauf achten, dass ihr ein Holzblatt verwendet. Fast fertig. Nun zeichnen wir uns an das Stück Holz eine Markierung an und die sägen wir dann mit der Kreissäge Stück für Stück heraus. Ihr könnt natürlich auch eine Oberfräse verwenden, aber ich finde, mit einer Kreissäge geht das Ganze viel schneller. Und diesen Raum, den wir dann erschaffen haben, nutzen wir dann für unser Uhrwerk. Kräftig ist, könnt das Ganze jetzt herausbrechen. Ich nehme aber zu Hilfe ein Stecheisen und kann so das ganze Holz heraustrennen. Überbleibsel könnt ihr damit ein Stecheisen entfernen. Nun noch fix ein Loch gebohrt für unser Uhrwerk und dieses Uhrwerk setzen wir dann dort hinein. Jetzt können wir schön sehen, dass das Uhrwerk nicht herausguckt, da wir noch ein Stück Material entnehmen müssen. Hierfür zeichne ich mir das Ganze grob an und entnehme das Ganze dann mit der Oberfräse, da wir nun jetzt auf einen Millimeter genau fräsen müssen. Wir hätten natürlich das Ganze auch mit einer Kreissäge entnehmen können, aber dann wäre das Material zu dünn geworden. So entnehme ich das Ganze grob mit der Oberfräse und unser Uhrwerk passt dann perfekt hier hinein. Nun kommen wir zur Oberflächenbehandlung. Der Markt kann das Ganze auch so lassen mit Klarlack glasieren. Oder wir nehmen jetzt unser Drahtaufsatz, unseren kräftigen Akkuschrauber und kratzen das ganze Weichholz heraus. Somit haben wir dann eine tolle Oberfläche. Und so sieht die fertige Oberfläche dann aus.
Wir können jetzt nun schon die Holzstruktur des Holzes sehen. Natürlich könnt ihr das Ganze gestalten, wie ihr möchtet. Das war jetzt auch nur ein Stück Abfallholz hier. Wer mag, kann jetzt links und rechts das Ganze mit Schrauben festschrauben. Ich möchte aber eine unsichtbare Verbindungsart erschaffen. Deswegen habe ich das Ganze mit Heißkleber befestigt. Dann noch fix mein Uhrwerk festgeklebt, auch mit Heißkleber. Jetzt fragen sich bestimmt einige Abonnenten, warum gerade mit Heißkleber. Ich finde, die Uhr hat selber nicht viel zu tragen und die Verbindungsart ist halt nicht sichtbar und es geht halt ruckzuck. Und nun schenken wir der Uhr ein Highlight. Ich habe jetzt hier einen LED-Streifen von ca. 50 cm. Das Ganze ist damit drei 1,5 Volt Batterien betrieben und bedienbar mit einer Fernbedienung. Die ganzen Materialien verlinke ich euch wieder unter diesem Video. Nun benötigen wir noch einen Aufhänger. Diesen Aufhänger hier habe ich mir mal von Sperrmüll geholt. Der hing an einem alten Bilderrahmen. Den klebe ich nun mit Heißkleber Mitte des Brettes fest. Wir können das Ganze natürlich auch nageln oder schrauben, aber Heißkleber ging eindeutig schneller. Bei der Montage des LED-Streifen und des Uhrwerks und des Batteriefach solltet ihr auf die Gewichtsverlagerung achten. Nicht, dass unsere tolle Uhr nachher an der Wand schief hängt. Und nun können wir die Zeiger montieren. Dies ist ein bisschen Fummelarbeit und ihr solltet darauf achten, dass ihr die Zeiger nicht komplett verbiegt, wie ich es getan habe. Aber letztendlich konnte ich die wieder gerade biegen. Meine Damen und meine Herren, wir haben eine neue Uhr erschaffen und nun das Ganze noch fix ausgetauscht. Leider hatte meine Assistentin diesmal keine Zeit und ich musste das selber durchführen. Dann muss ich noch ein großes Dankeschön an AliR.R aussprechen. Ali hat mir diese Idee für diese Wanduhr gegeben. Danke, Ali. Wie ihr gesehen habt, war das Ganze diesmal kein Hexenwerk. Mit ganz einfachen Mitteln kann man sich so einen tollen Hingucker zaubern. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt der ganzen Sache einen Daumen hoch. Und wer mich noch nicht abonniert hat, der sollte das jetzt tun. Unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal alle Materialien dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Und das Abonnieren lohnt sich wirklich. Wie ihr seht, diesen Tisch, Hängeleuchten und diese Stammlampen hinten im Hintergrund habe ich gebaut. Die Videos dazu findet ihr unter meinem Video hier in meinem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.